Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du da bist. So schön, dass du mich hier entdeckt hast wieder. Ich möchte dir heute mal ein Beispiel mit auf den Weg geben. Ein Schlüsselerlebnis, mein Schlüsselerlebnis. Wie das Universum immer mit uns kommuniziert und uns Botschaften schickt, weil manchmal haben wir ja so das Gefühl, wir hätten gerne ein paar Botschaften vom Universum, aber da kommt nichts. Und da würde ich gerne mal was mit dir teilen zu deiner Inspiration, damit du künftig die Botschaften des Universums ja besser, noch besser vielleicht sogar wahrnehmen kannst. Und zwar, es geht jetzt wirklich einige Jahre zurück, als ich noch von so einem freien Leben geträumt habe und noch im öffentlichen Dienst war, bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Kollegin war in Urlaub. Also, ich war morgens eigentlich ansonsten immer die Letzte, die im Büro erschienen ist. Also brauchte ich nie einen Schlüssel, um die Bürotür aufzuschließen. Aber wenn Kollegin in Urlaub, brauchte ich ja Schlüssel. So. Ich gehe ins Gebäude, gehe zur Bürozimmertür, will die aufschließen. Mein Schlüssel hat keinen Millimeter in das Schloss gepasst. Keinen Millimeter. Dann bin ich zur Personalabteilung. Und sinnigerweise, da habe ich schon innerlich geschmunzelt. Also ich bin zur Personalabteilung, um die zu fragen, dass sie den Hausmeister da verständigen können, damit er mir die Tür aufschließt oder mir am Schlüssel guckt. Und sinnigerweise fragte die Sekretärin mich damals, ja, arbeiten Sie überhaupt noch bei uns? Da habe ich schon gedacht, ja, wieso? Und habe gesagt, nein, ich habe war jetzt zwar 3 Wochen in Urlaub, ich habe nichts anderes an Informationen, außer dass ich heute nochmal kommen soll, weil Urlaub vorbei ist. Also ich habe mir einen Spaß draus gemacht, aber habe gleichzeitig auch gedacht, ist ja spannend, dass die mich fragt, ob ich überhaupt noch da arbeite. Weil, also ich war in dieser Firma im öffentlichen Dienst, ich war 30 Jahre da. Das ist jetzt, was ich dir gerade erzähle, die Story, das ist jetzt, naja, so 8 Jahre ungefähr auf jeden Fall schon her. Bin ja 2016 da raus, 17 bin ich raus, 16 gekündigt, weil ich eine lange Kündigungszeit hatte. Also ist schon viele Jahre her. Auf jeden Fall hat sie dann den Hausmeister verständigt und ich bin hoch ans Büro, habe auf ihn gewartet und er holt den Schlüssel. Und das war so ein Generalschlüssel, also der auch unten auf die Haustür gepasst hat. Es ist ja dann noch alles registriert, so aus Sicherheitsgründen. Und war verwundert, der Schlüssel hat keinen Millimeter gepasst. Dann hat er auf seine Liste geguckt und die Nummer verglichen. Hat alles zu 100% gepasst. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Er hat ihren Schlüssel von der Seite angeguckt. Er war keinen Millimeter verbogen oder was. Nichts. Real. Nothing. Das Teil hat nicht gepasst. Er musste mir einen neuen anfertigen lassen. Er hat die Welt nicht verstanden. Für mich war es damals die ganz klare Botschaft, weil ich ja schon von einem freien Leben geträumt hatte, mich aber noch nicht getraut hatte, wirklich zu springen, wirklich zu kündigen, dass das die Botschaft vom Universum ist. Es wird Zeit, dass du jetzt mehr deinem Herzen folgst. Es wird Zeit, dass du dem Plan deiner Seele folgst. Es wird Zeit, dass du deinen Seelenberuf daraus kreierst und in das freie Leben startest. Und dann, da bin ich jetzt nicht mehr sicher, war es ein Jahr später, auch nochmal nach 3 Wochen Urlaub oder war das in den Herbstferien nach dem Urlaub? Das gleiche Spielchen nochmal. Der gleiche Hausmeister, es war mir schon unangenehm. Aber mein Schlüssel hat wieder keinen Millimeter in dieses Schloss gepasst. Du hast äußerlich nichts gesehen, gar nichts. Es war der gleiche Schlüssel. Und ich habe wieder geschmunzelt. Und letzten Endes, um es jetzt abzukürzen, ja, bin ich ja dann auch 2016, habe ich die Kündigung eingereicht. Ich hatte 7 Monate Kündigungszeit. Und bin dann 2017 dann ganz raus und voll dem Plan meiner Seele gefolgt. So, also, was ich dir damit sagen will, da, weil ich das jetzt mit dir geteilt habe, auf diese unterschiedlichste Art und Weise kommuniziert das universelle Feld ständig mit uns, schickt uns Botschaften. Wir dürfen diese Dinge nur wahrnehmen. Mir war damals sofort klar und ich habe gedacht, Universum, du bist genial, auf welche Art und Weise du mir jetzt hier mal so einen kleinen Schubser gibst. Auch wenn es dann noch ein bisschen gedauert hatte, bis ich dann wirklich, ja, an meinem Herzen voll und ganz gefolgt bin. Aber schau mal, wie viele Botschaften und auf welche unterschiedliche Art und Weise kommuniziert das Universum ständig auch mit dir, schickt dir Botschaften, schickt dir Impulse, schickt dir Ideen, wie du es eigentlich gerne selbst im Leben hättest.
Und bis eben du dich noch nicht so richtig traust. Also dieses Trauen zu springen, in eine andere Richtung zu gehen, ist immer unbequem, weil wir betreten ja da Neuland. Das fühlt sich für uns immer, ja, unbequem und da verlassen wir so das vermeintliche Feld der Sicherheit auch. Aber letzten Endes, die wahre Sicherheit, die können wir nur in uns selbst finden. Und du hast deine eigenen Ideen von deinem eigenen freien Leben. Es ist alles im Grunde genommen auf der anderen Seite im universellen Feld für dich vorbereitet. Ermutigung, geh dafür. Es ist alles vorhanden, wie du dir dein ideales Leben vorstellst, auf deine Art und Weise. Also vertrau diesen Impulsen, die du bekommst, vertrau dem universellen Feld, das ständig mit dir kommuniziert. Go for it. Wenn du noch ein bisschen mehr Infos dazu haben möchtest, schau dir gerne mein kostenfreies Videotraining an. Findest in der Nähe von dem Video hier den Link. Klick drauf, kriegst du sofort den Zugang zu und dann kriegst du noch drei ganz essentiell wichtige Learnings, die für mich mal wichtig waren, auch in diese andere Richtung zu gehen. Dann sehen wir uns gleich im Videotraining.